Sehr motivierend ist ja sowas hier. Da hinten. Da auf dem Berg ist der Turm von der Badener Höhe und da war ich gefühlt eben gerade so vor einer halben Stunde. Gefühlt. Nicht wirklich, aber gefühlt. Doch, doch, das motiviert. Also ich weiß nicht, wie viel Moor das hier noch wird. Das hier ist jedenfalls jetzt kein klassisches Hochmoor. Also es ist trotzdem durchaus sinnvollerweise ein Schutzgebiet. Und ja auch sehr schön hier. Aber ein richtiges Hochmoor, zumindest hier, sicherlich nicht. Also Gemecker auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Das ist jetzt übrigens der Hochkopf, wo ich hier drauf stehe. Also während ich versuche, im Weiterlaufen noch ein paar halbwegs brauchbare Landschaftsaufnahmen hinzukriegen, ist ja schon schön hier, mal noch ein Hinweis zum Thema Beeren sammeln im Moor, beziehungsweise moornahen Gebieten nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist so, abgesehen davon, dass man nicht vom Weg runter darf, ist das Zeug, was direkt am Weg ist, ziemlich unwahrscheinlich mit Fuchsbandwurm kontaminiert, denn hier oben in den Höhen, also das gilt für sämtliche Mittelgebirge, so spätestens ab 800 Meter, ist nur noch mit einer sehr geringen Fuchspopulation zu rechnen, weil schlicht und ergreifend unten gibt es besseres Nahrungsangebot als hier oben. Kann sein, dass er mal vorbeikommt und auch ein paar Beeren futtert. Das kommt vor, aber generell hält sich der Fuchs doch lieber unten auf. Weshalb also so Bärensammelaktionen jetzt wie beziehungsweise bei Heidelbeere, hier oben wirklich im Hochschwarzwald, das ist relativ ungefährlich. Also ich würde die in den allermeisten Fällen bedenkenlos essen. Natürlich jetzt hier in so einem Naturschutzgebiet direkt am Weg gepflückt, hätte ich dann eher Sorge, dass da ein Homo sapiens oder ein Canis domesticus oder wie heißt er? Ja, ich glaube mit Canis domesticus. Ja, also jedenfalls hätte ich jetzt in so einem Moor beziehungsweise einem moorartigen Bereich, einem solchen Naturschutzgebiet, wo man die Wege nicht verlassen muss, eher Angst, dass die Heidelbeeren von Homo sapiens oder heißt der Hund auf Latein Canis domesticus? Könnte sein. Ja, würde zumindest Sinn machen, der Name. Ich weiß gar nicht, wie der Hund ganz offiziell auf Latein heißt. Der hat irgendeinen Namen. Canis lupus domesticus habe ich schon mal gehört, glaube ich. Naja, egal. Hier haben wir schöne Höhenkiefer. Ist immer gar nicht so einfach zu sagen, wenn man solche Kiefern, die ein bisschen wie Latschenkiefer aussehen, findet, ob es wirklich Latschenkiefern sind. Es gibt nämlich auch durchaus die ganz normale Kiefer, also die Pinus silvestris. Stinknormale Waldkiefer, die ja krüppelartig, also so hier zum Beispiel, wachsen kann und dann so aussieht, als wäre sie eine Moorkiefer oder eine Latschenkiefer, ist aber eigentlich gar nicht ist. Da muss man dann schon genauer hingucken, aber das sind so wirklich so Bestimmungsdetails. Damit möchte ich euch zumindest jetzt nicht nerven, vielleicht irgendwann im Laufe der Tour mal. Ja, aber doch, hier ist es schön. Ich hoffe, die Aufnahmen werden einigermaßen was. Ich kann das gerade ein bisschen schlecht überprüfen, wenn ich hier dauernd hin und her schwenke. Ich kann ja nicht die ganze Zeit aufs Display glotzen, sonst falle ich auf die Schnauze. Oh, da vorne kommen wir aus dem Gebüsch. Das filme ich noch schnell und dann soll es das gewesen sein. Dann geht's runter ins Tal zum eigentlichen Etappenziel. Gott, ich habe jetzt gerade einen geistigen Aussetzer und der Name fällt mir nicht ein. Aber ich muss ja dann noch
den nächsten Berg hoch. Oh ja, da hinten kann man es hoffentlich erahnen und man kann es hoffentlich auf der Kamera sehen. Da ist so ein bunter Pfahl in der Landschaft. Das ist der Sendeturm auf der Hornisgrinde. Da muss ich hin. Und dann noch ein paar hundert Meter weiter. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel filmen unterwegs. Die Sehenswürdigkeiten haben wir, glaube ich, durch. Ah ja, da ist auch ein Windrad. Wie gesagt, ich hoffe, man kann es erkennen. Bis gleich. Also eigentlich wollte ich ja nichts mehr filmen, bis ich wieder auf der Hornisgrinde bin. Da muss ich dann da hoch, also nicht nur da hoch. Also erstmal da hoch und dann noch viel weiter hoch. Also so ist das nicht, dass ich nur da hoch müsste. Jedenfalls, das da, das ist mal noch ein intaktes Hotel und das hier ist tatsächlich unters Matt. Und das wäre das reguläre Etappenziel, weil man in diesem Schuppen tatsächlich übernachten kann. Keine Ahnung, was das kostet und so weiter, aber für mich kommt das natürlich nicht in Frage. Und deswegen gehe ich jetzt weiter. Wer allerdings hier trotzdem Schluss machen möchte, dem sei geraten, hier links abzubiegen und da ein Stückchen in den Wald rein. Da ist man relativ ungestört, meines Wissens. So, bin jetzt mehr oder weniger oben. Also auf dem Rücken von der Hornisgrinde. Es sind noch ein paar Meter bis zu dem Punkt, wo ich hin will. Also ein paar hundert davon. Aber mehr oder weniger bin ich oben und hier ist es. Toll! Gut, das überrascht mich jetzt nicht. Das wusste ich schon vorher. Das ist mein Lieblingsberg. Mein Hausberg, wenn man so will. Und entsprechend kenne ich mich hier ganz gut aus. So, ein paar Radfahrer macht ja nichts. Ich zeige euch mal die Aussicht. Ja, gerüchteweise, hier oben gibt es ja auch noch ein paar Gebäude und eins davon soll, muss man mein Stativ mal wieder festschrauben, eins davon soll ja mal der Post gehört haben oder noch der Post gehören. Und zwar, was macht die Post mit einem Gebäude auf dem höchsten Berg in Baden? Das ist es nämlich, der höchste Gipfel, Entschuldigung, bis ich mich hier organisiert habe, also der höchste Gipfel von Baden haben wir hier erreicht. Wir befinden uns damit noch auf der richtigen Seite des Schwarzwaldes. Aber leider muss ich morgen immer an der Grenze entlang zur falschen Seite vom Schwarzwald. Und am Ende der Tour, beziehungsweise zwischendrin, muss ich auch immer mal wieder auf die falsche Seite wechseln. Das ist natürlich kritisch für mich. Aber ich glaube, ich werde das irgendwie überleben. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, als dieser Gebäude hat eben der Post angeblich mal gehört. Und was machen die damit? Da gibt es Gerüchte, dass die da früher eine große Kanone hätten. Und damit haben sie dann Postwurf super spezial gemacht. So in die Rheinebene rausschießen. So Flugblätter und so ein Zeug. Glaubt mir das irgendjemand? Aber die scheiß Geschichte haben wir halt irgendwann mal erfunden, als wir hier unterwegs waren. Wir. Also ich und ja, ich bin jetzt ein bisschen fertig. Meine Schutzbefohlenen in Anführungszeichen. Aber hier ist es echt schön. Man beachte den Hintergrund, nicht mich. Den Hintergrund. Ja, so, ich gehe mal noch die letzten Meter, zeige euch dann meinen Camp. Aber da es noch zu früh ist, um ein Lager aufzuschlagen, insbesondere an so einem so frequentierten Ort, mache ich dann noch ein bisschen Unsinn auf dem Gipfel. So viel Kraft habe ich auch noch, das müsste funktionieren. Bis gleich. Ja, ich habe es mir jetzt hier oben schon ein bisschen gemütlich gemacht. Und ihr kriegt jetzt erstmal Aussicht. Ganz viel Aussicht.
ja, besonders klar ist die Aussicht leider nicht. Und vielleicht werdet ihr feststellen, dass ich ab sofort wieder ein bisschen mehr Wackelkamera habe, denn das ist nämlich jetzt die alte. Ich erzähle euch jetzt noch ein paar Dinge, die ich noch so loswerden möchte, bevor ich hier... Ah, die Aussicht. Ja, das sieht man halt mit der Kamera wirklich schlecht. Aber es ist ja generell so mit Aussicht, wenn man auf irgendeinen Berg gestiegen ist, kein Aufnahmegerät dieser Welt kann das richtig wiedergeben. Insbesondere mit dem Effekt, dass man hier auch noch hochgestapfelt ist. Also wer schon mal auf irgendeinem Berg war und danach festgestellt hat, die Fotos sehen nicht so toll aus, wie es da oben gewesen ist, was ihr bestimmt schon alle festgestellt habt, der wird mir recht geben. Von daher ist das zwar nervig, kommt aber nicht unerwartet. So, und jetzt große Enttäuschung, weil eigentlich wollte ich ein bisschen Seilbahn fahren. Es gab hier oben bisher immer eine Seilbahn, Mordsgaudi, mit der man hier schön rumfahren konnte. Das hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne zur allgemeinen Belustigung ein paar Runden getan, aber seht selbst, ohne einen Querbalken ist Stahlseil befestigen irgendwie schlecht. Da drüben wäre es noch gegangen, da haben sie ihn dran gelassen. Aber ja, dann halt nicht. Dann hocke ich mich hier auf die Bank und erzähle ein bisschen was.